Warning. The following video is a parody. This contains content and/or language, which may be unsuitable for younger viewers. Viewer discretion is advised. Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wink! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Er hat mit Himmler kollaboriert, er ist der Verräter. Trump in jeden Außenseiter als gemeinschaftsfremd tot. Und was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für den Menschen gelten. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Verschickt sie! Dass ihr wagen, sie mein Befehl zu widersetzen! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut! Poor old man. Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank! Ja, vielleicht schon! Poor old man. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden saufen in ihrem eigenen Blut! Poor old man. Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Ist das Feiglinge! Verräter, Versager! Was hat er daraus gemacht? Allein dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Dieser Morphinist hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! Und jetzt das! Das sind doch alles hohle Phrasen!
Wir müssen jetzt handeln! Nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit an... Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Dann soll die Armee kehrt machen! Ink hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Haben Sie noch Zweifel an Ihrem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Dann muss ich Sie erschießen. Der Führerbefehl verbietet jede Kapitulation! Mein Führer, wir brauchen eine Anweisung für den Fall, dass die letzten Munitionsreserven aufgebraucht sind. Dieser Versager, dieser Schmarotz! Ein paar Vanille Faulpelz! Guten Tag, Frau Junge. Herr Speer, wie sind Sie denn noch nach Berlin reingekommen? Einfach war es nicht. Aber ich muss noch einmal zum Führer. An Ihrer Stelle würde ich damit lieber warten. Die Luftwaffe! Was hat er denn das gemacht? Aber dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Dieser Morphinist hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! Und jetzt das? Verrat an meiner Person! An meiner Person! Ich will, dass Göring sofort entmachtet wird und alle Ämter aufgibt. Für den Fall, dass ich den Krieg nicht überstehe, ist der Mann auf der Stelle hinzurichten. Sie wollen beweisen, dass Sie auf Flamme die Sache unterstützen. Erwählen Sie bereits, als Sie sich an den Führer des Inkas gestellt werden. Bitte günstig. Die westlichen Demokratien sind der Kartell und Butter. Ich wiederhole, ich kann da kein Mitgefühl empfinden. Das Volk hat dieses Schicksal selbst gewählt.